Als Lena in die Küche kam, ist Feuerschuppe durch den Wind und lässt die Geschirr herunterfallen. Feuerschuppe, nicht so stürmisch, sagte Lena und kicherte leicht auf. Tess ging herein und sah nur die Geschirr verstört herumliegte. Tess kicherte laut und fängt schon an aufzuräumen. Lena und Feuerschirme sind draußen und flog um die Lüfte und suchte eine Insel aus, um die beiden Informationen, dass die Treibhäuser brauchten. Als Lena eine Insel entdeckte, zeichnete Lena den Weg und flog wieder zurück. Nach 2 Stunden kam Rabi hinein und lässt die Sachen von ihm anhatte. Tess ging zu Rabi, um zu wissen, wo Lena eigentlich ist, bis Lena in das Zimmerfenster hinausstürmte und ging zu Tess und Rabi in der Küche waren. Mann, ich weiß es nicht, Tess, sagte Rabi streng und packte seinen Rucksack auf den Tisch. Wo ist Lena? Sagte Tess noch einmal und hörte eine bekannte Stimme. Hier. Tess und Rabi drehte sich zu Lena um. Feuerschuppe wedelte seinen Schwanz aufgeregt. Lena wollte was Wichtiges was sagen, aber die beiden streiteten schon wieder. Feuerschuppe brüllte laut auf und die beiden hörten auf. Ich weiß, wir sind verstreut und macht und tut was, aber wir brauchen einen Ausflug und ich weiß, wohin hier, sagte Lena und machte ihr Buch auf und schiebte auf den Tisch. Die beiden nickten zu Lena hin und packte die Sachen ein. Nach einer halben Stunde sind die drei beim Terrasse mit ihrer und seiner Drachen. Die drei steigen auf dem Drachen und flog los. Nach einer Weile kamen drei schon die Insel näher und Lena machte einen Sturzflug und flog durch den Wald schneller. Die beiden sahen sich verstreut an und Tess ahnte was. Ich werde Lena kriegen, sagte Tess entschlossen und streichte kurz ein Silberschweif ans Kopf und flog nach oben, um die sich zu haben und machte einen Sturzflug und flog durch den Wald. Lena entdeckte Tess und flog weiter bis zum Klippe und Lena sprang es ab und Feuerschuppe flog nach oben und lässt nicht entdecken, dass Lena nicht da ist. Okay, ich komme, sagte Tess konzentrierend und sah Feuerschuppe an. Tess flog hin, aber Feuerschuppe hängt Silberschweif ab und flog zu Lena hin. Lena hängt ganz gemütlich am Ast. Feuerschuppe flog zu Lena nach unter der Ast. Und Lena springt auf die Feuerschuppe drauf und die beiden flogen schnell weiter. Tess ist in der Wand, um Lena zu finden, bis Tess Lena entdeckte. Feuerschuppe flog schneller, aber in dieser Zeitpunkt entdeckte Lena eine Drachenart, die hellblaue Haut und grüne Augen hat. Aber der Drache ist unten drunter von den Baumstämmen, die von Seesturm umgekippt waren. Lena flog zu der Drache hin und wollte es befreien, aber Lena sah was unterfahrtete Drachenjäger. Feuerschuppe knurrte leicht auf, aber die Drachenjäger umsingelte der Drache und fängt es ein. Lena kann das nicht fassen. Lena, es ist zu viele, sagte Tess zu Lena, um ihre kleine Schwester nicht uns zerstürzen. Du hast recht, stimmte Lena zu und flog traurig weg. Nach 2 Stunden sind die drei wieder komplett und flog auf die Insel nieder. Lena schaute um erstmal und kann feststellen, dass die Drachenjäger nicht hier sind. Und jetzt, meinte Tess schockiert und wollte es ignorieren. Lena bewegte langsam und schaute hinter die Bäume.
die Gestalt war in der Wald, die sich versteckt. Lena bewegte ihr Zeigefinger zum Mond. Tess verstand es schnell und blieb leise. Robin ging sehr verwirrt aus und guckte verdutzt zu Lena. Lena erblickte sauer zu Robin hin. Er ging ein paar Schritte zurück und bleibt stumm. Der Gestalt holte einen Bogen heraus und wedelte in seine Bogenspannung und schoss zu Lena hin. Lena bewegte sich schnell nach oben und griff der Gestalt an. Lena landete in der Wald, wo der Gestalt versteckt hält. Der Gestalt stürzte vor Schreck auf den Boden, als Lenas doppelte Klinge auf den Kinn der Gestalt hin. Wer bist du? Sagte Lena wütend und ging ihr doppelte Klinge noch weiter hin. Lena, lass es, meinte Tess zu Lena hin. Niemals ein paar Fragen habe ich, sagte Lena der Gestalt hin und gibte Tess ein Handzeichen. Der Gestalt wollte der Bogen hingelangen, aber Lena deckte der Bogen mit der Fuß, dass der Gestalt nicht hingelangen werden kann. Tess, Ralf und Lena setzte sich auf den Boden und der Gestalt war gefesselt vor die drei. Lena, meinte Tess zu Lena hin und zeigte auf dem Gestalt. Lena erblickte zu der Gestalt hin und schüttelte den Kopf. Der Gestalt erblickte verdutzt an. Der Gestalt trug ein schwarzes T-Shirt und ein schwarzes rotes Sockenhose und hatte T-Shirt durch Schnitt den Ärmel getrennt. Der Ärmel des T-Shirts benutzt als Armbänder mit Perle verziert. Der Wachhüter der Gestalt ist außerhalb entfernt. Lena guckte der Gestalt genauer an. Wer bist du? Fragte Lena unhöflich nochmal. Der Gestalt schaute weg von Lena. Hallo, meinte Lena zu der Gestalt hin. Der Gestalt schaute cremig zu Lena an. Tess hat kein Geduld mehr. Tess schnappte der Gestalt am Kragen und zerrte zu dem Baum hin. Tess, das reicht, schrie fast Lena zu Tess hin. Tess lasst der Gestalt los und ging zurück zu Lena. Der Gestalt sinkte nach unten traurig. Lena ging zu der Gestalt hin und schaute in die Augen. Nochmal, wer bist du? Fragte Lena erneut hin. Der Gestalt zögerte erstmal und sprach gleich, Elisa, sagte sie schnatternd zu Lena hin. Nach einer Weile lachte Lena zu Elisa hin. Schön, dich kennenzulernen, meinte Lena zu Elisa hin. Elisa schluckte vor Angst herunter und sah hoch zu Lena. Na, dann mal los, sagte Lena begeistert zu Elisa nach unten und ging zu Knie. Elisa schaute unbegeistert zu Lena hin. Lena sah sie in die Augen, um zu sagen, dass Elisa keine Angst braucht. Lena löste die Fesseln und gibte ihr Hand zu Elisa hin. Elisa akzeptierte das und ihr Hand auf Lenas Hand und drückte sich hoch. Als die beiden so die anderen beiden Gesellen, Elisa schaute sich um und entdeckte Drachen. Dieser Zeitpunkt zuckte Elisa sich zusammen. Seid ihr Drachenfänger? Nicht bei euch sein, fragte und schnatterte Elisa gleichzeitig und ging rückwärts zu einem Baum zu. Lena lachte einfach Elisa
an und schüttelte ihr Kopf. Wir sind Drachengang. Wir retten Drachen und lösen Rätsel, sagte Lena zu ihren und lachte gleich. Im Ernst, dachte Tess und guckte scharf zu Elisa, die bei dem Baum lehnte. Ach so, erkündigte Elisa gleich und lachte alle speziell an. Lena nickte nur Elisa hin und ging Elisa zu die drei hin und setzte sich hin. Lena, Rabi und Tess und Elisa bemerkte es langsam Nacht wird. Die vier teilte die Aufgaben auf und machte Nachtlager für den Abend vor. Lena bemerkte bei der Nacht ein merkwürdiges Wesen. Was ist los? Fragte Tess besorgt zu Lenas Richtung. Lena entgegen drehte sich um und bemerkte eine Atmung von der Luft. Nach einer Weile sind alle beim Lagerfeuer. Lena hörte ein paar Geräusche und guckte hin und her von Gebüsch zu Gebüsch. Lena war angespannt. Nach 3 Minuten sind alle eingeschlafen, außer Lena. Sie blieb wach. Lena streckte ihre Hand aus und berührte eine Nase des Wesens. Das Wesen wird sichtbar vor Lenas Augen, die gerade erst aufgemacht hat. Das Wesen ist eine Drache mit blauen Schuppen dran und mit einem langen Schweif. Der Drache nimmt die eigene Nase zu sich und guckt sie kurz Lena an und weg ist er. Nach einer Weile schlief Lena auch ein und träumte von der Tag gesehen hat. Nächsten Morgen brach ein und die Sonne war hell, schönes Gelb. Lena wird unser von Tess geweckt. Was ist los? Fragte Lena und rieb ihre Augen vor Müdigkeit. Nach einer Weile sind alle wach und die vier sah unbegeistert aus. Tessas Blick sieht ein 100 Tage Regenwetter aus. Lena verstummte sich und Rabi drehte seinen Kopf weg und sah nur ein abgefallenen Baumstamm an. Elisa entging, schaute nur auf den Boden. Als ein Geräusch hörte, sind alle angespannt und ganz ohr. Lena schaute, zu der Geräusch herkam und steht auf. Ich muss euch was sagen, sagte Lena laut vor sich. Tess, Rabi und Elisa schauten zu Lena nach oben hin. Ich habe eine Drachenart bei Nacht gesehen, sagte Lena fort und schaute nur die drei genauer an. Die drei verstummten sich und sah Lena nicht an. Komm schon aufstehen, befehlte Lena die drei aufzustehen. Als die drei aufgestanden haben, packte alle die Sachen ein. Die drei verabschiedete sich von Elisa und ging weiter geradeaus. Als die drei weiter wegfahren, springt Lena auf Feuerschirm und flog davon. Tess und Rabi machte es gleich nach. Lena flog immer weiter, bis zu der Stelle kam, von der Drache zuletzt gesehen hat, bevor die Drachenjäger geschnappt haben. Tess klingelte schon in ihr Kopf, was Lena wirklich macht. Rabi hingegen war neugierig geworden. Als die drei landeten auf die Wiese neben die Ursprung war, Lena ging voran. Nach 2 Minuten vergangen waren, war Rabis Neugier verschwunden. Lena schaute überall nach Hinweisen ab. Tess hilft Lena zu suchen und Rabi setzte sich auf den Baumstamm, die schon umgekippt war. Lena überlegte scharf und ihr Kopf klingelte was. Der Hinweis war ganze Weile vor Lenas Augen. Tess hörte auf zu suchen und wendet zu Lena. Was ist, meinte Tess
Und Lena zeigte die Baumstämme, umgekippt waren. Die Baumstämme lagen ganz anders, wie eine Form oder wie eine Zeichnung. Lena ging zur Feuerschuppe und flog nach oben. Lena hatte recht. Die Baumstämme lagen ganz anders. Die Form bei Vorlage ihres Buch war. Sieht euch das an, meinte Lena zu den beiden hin und ging auf eigene Drachen und flog zu Lena hin. Das verändert alles, sagte alle drei gleichzeitig. Lena, Tess und Ravi landeten neben der Zeichnung von die Drachengang. Lena, Ravi und Tess erblickten gegenseitig. Also unser Symbol von der Baumstämme und ein neuer Drachenacht und nicht vergessen Drachenjäger, stellte Lena fest und holte ihr Buch raus. Als die Zeichnung glühte und erscheint gleich eine unterirdische Höhle. Na prima, meinte Rabi gar nicht begeistert und erblickte noch oben von der unverirdischen Höhle. Also wir müssen das finden. Aber wie, sagte Lena zu die zwei hin. Und Tessa verwirrt aus und Rabi schaute blitzschnell auf den Boden. Denn nach einer Weile flog alles schon auf dem Drachen. Rabbi schwieg noch und Tess guckte weg. Es war Stille unter sich, als Lena was entdeckte, eine riesige, komplette Totendrache, auf die Wasser schwebte. Warte, halt, rief jemand auf einer Insel. Es war Elisa. Was machst du hier? Fragte Lena besorgt zu ihr. Alle landete neben Elisa und stieg es ab. Elise schaute kurz die drei an, als die Drachenjäger sind dort drinnen und hat einen Drache gefangen. Genau am Stieg, sagte Elise zu den drei hin, die vollkommen erschrocken Blicke hatten. Lena ballte ihre Hände zu Fäusten und erblickte sie auf dem Boden. Tess entging sah finsterkalt zu Rabi hin. Das machte Rabi Angst und es bildete ein Schweif über seinen Rücken. Nach einer Weile hatten alle beruhigt und die drei singen auf dem Drachen und flog hinein. Danke, dass du Bescheid gesagt hast, sagte Lena zu Elisa hin und flog voran. Lena, Tess und Rabi bemerkte, bei reingeflogen ein Schrei des Drachen am Stieg war. Die Drachenjäger zwingte der Drache umzugehen. Tess, Lena und Rabi landete unbemerkt hinter den Schuppen. Lena, Rabi und Tess stiegen ab und suchten nach Klamotten um die Drachenjäger kein Erfolg. Und Rabi pfiff die drei Drachenjäger anzulocken und die drei versteckte hinter die Fässer, bis die Drachenjäger vorbeigingen. Tess und Rabi und Lena nimmt die Drachenjäger fest und zieht es um. Ihr bleibt hier, ja? Befehlte Lena die drei Drachen, dass keine Unsinn anstellte. Als die drei aus der Versteck gingen sie alle Drachenjäger die drei an. Lena, Tess und Rabi bemerkte alle Drachenjäger außerrum war. Du da, ich brauche deine Hilfe, sagte eine Drachentöter zu die kurze Blondine hin, zeigte. Lena schluckte vor Angst herunter und hilft der Drachenjäger zum Tragen. Anderen zwei hilft Lena mit. Als es fertig war, gingen die drei weiter geradeaus bis der Drache hin.
Lena, Ted und Rabi überlegte viel, der Drache freizulassen, aber dann flog Riesenklau aus dem Fersteck und feuerte auf die Ketten und Fesseln zum Verbrennen. Dann flog noch Feuerschub und Silberschweif aus dem Fersteck heraus und der Drache befreit hat und flog durch den Tunnel hindurch. Feuerschub, Silberschweif und Riesenklau packte an die Schulter von Lena, Tess und Rabi und flog ebenfalls durch den Tunnel bis andere Ende des Tunnels. Anderen Ende erblickte Lava nach oben. Die Kugeln schossen Feuerschuppe, Riesklau und Silberschweif, eine davon trafen und stürzten nach unten. Es landete in ein Waggon. Alle Mann. Und der Waggon fängt an zu bewegen. Na toll, sagte Tess nicht begeistert und fängt immer schneller an zu bewegen. Nach oben, dann nach unten, dann von Schienen und geradeaus und nach rechts, dann nach links und es war wie eine Achterbahn. Bis es zu Ende waren, schleuderte alle ins Wasser und das Wasser ging auch nach rechts und nach links. Lena setzte sich hin und Tess und Rabi machte das genauso, bis es ein Wasserfall kam. Tess, Lena und Rabi wird von den Drachen gerettet und landet auf einem großen Stein. Danke, sagte alle drei gleichzeitig. Der neue Drachenart landete vor Lenas Augen. Wo sind wir hier? Fragte Rabi zu den zwei hin. Ich glaube, wir sind in einer unterirdischen Höhle, antwortete Lena zu Rabi. Alle schauten sich um. Lena, Rabi und Tess guckten auf den blauen Drache hin. Hey, wir kennen uns, sagte Lena vorsichtig zu der Drache hin. Tess und Rabi sah verstaunt zu Lena und zu der Drache an. Okay, ihr kennt euch, was ist, tun wir hier? Wer kann uns befreien? Wir sterben hier, erkündigte Rabi schrecklicherweise so die Runde hinein. Keine Sorge, wir werden uns selbst befreien, sagte Lena ruhig zu die Runde, um wieder runterzukommen wegen Rabi, sind alle schon überrascht, so wie die Drachen. Als Lena, Tess und Rabi sich hingesetzt haben, überlegt sie schon was, um hier zu entkommen. Kein Erfolg. Lena müsse immer noch an der Zeichnung denken, von die Baumstämme abgebildet sind und der unterirdische Höhle. Warte, wir sind schon beim unterirdischen Höhle, von der Buch gelöscht hat, klingelte Lenas Kopf schon und überblickte die Umgebung. Stimmt, die drei sind beim unterirdischen Höhle bei der Zeichnung, von der Buch geleuchtet hat. Rabi, Tess guckte auch das an, befehlte Lena leidenschaftlich und steht auf. Rabi und Tess macht das gleich auch. Die beiden weiß jetzt, wie man hier sind. Lena und Tess und Rabi entdeckte ein Baumstamm von der riesigen Stein, bis so der Ufer war. Komm, meinte Lena und ging voran. Nach einer Weile sind alle schon am Ufer angekommen und Lena nimmt ihr Buch heraus. Welche Geheimnis verbirgt der Buch noch? Fragte sich Lena und es glühte und sprach ihn. Finde die Linse hier. Ihr habt schon weit gebracht. Finde es. Lena, Rabi und Tess schaute auf das Buch, wo die Linse abgebildet hat.
Ich kenne es, meinte Tess und erblickte so die beiden hin. Eine davon hat Elise am Handgelenk und die andere am Feuer, wo die Felsen vorbeigefahren sind. Stimmt, ich weiß, wo das ist, sagte Lena in die Gruppe hin. Rabi, du kommst mit mir in Feuer, wo die Waggon ist. Und Tess mit Silberschweif und der neue Drache geht mit zu Elisa. Dann kommt ihr zu Drachenjäger hinter der Schuppen. Verstanden, dort treffen wir uns, erkündigte und befehlte Lena in die Runde hinein. Alle nickten und geht an der Arbeit. Als die Gruppe aufgeteilt habe, müsste Rabi und Lena zurück durch diese Wasser und gerade Weg zu Lava, also bis Waggon kam. Na toll, wieder zurück, sagte Rabi, genervt dabei, machte Lena genervtes Augenrollen. Willkommen in mein Leben, Rabi, meinte Lena frech zu ihm. Lena, sagte Rabi wütend zu die Blondine, kurze Haare. Lena kann das nicht mehr und kletterte schon los. Hinterher kam Rabi angeklettert. Na los, komm, hetzte Rabi zu Lena hin. Das mochte Lena nie, aber sie hat nicht so richtig eine Wahl. Ich wünschte, dass Tess hier ist, dachte sich Lena und kletterte ganz gemütlich hinterher. Feuerschuppe und Riesenklaue braucht nur zu fliegen. Ein Glück, dass es keine Hände hat. Nach einer Weile sind die beiden schon die Hälfte geschafft von der Wasserrutsche. Lena kletterte noch weiter, bis dann rutschte Lena ab und versuchte festzuhalten. Es klappt auch. Und Lena rutschte nicht mehr runter. Lena, rief Rabi besorgt zu Lena hin. Keine Sorge, rief Lena zurück und kletterte noch nach oben. Als es ganz nach oben war, wo der Waggon war, es fehlt nur noch ein Stückchen, dann sind wir ja da, erkündete Lena zu Rabi leicht schwitzte. Danke, meinte Rabi zu Lena und kletterte noch ein Stückchen weiter. Nach einer Weile ist Lena und Rabi oben angekommen mit dem Drachen. Warum sind wir nicht geflogen? Meinte Rabi zu Lena fragend hin. Weil es so schmal ist, Rabi, brüllte Lena ihn an. Rabi nickte nur Lena hin und läuft zu Waggon hin. Diese ist gut, meinte Lena und springt es herein mit Rabi und Feuerschuppe und Riesenklaue. Nach einer Weile startete schon die Waggon los. Rabi und Lena müssten Augen auflassen. Nach einer Kurve sieht Lena nichts. Nach einer Weile geradeaus ist, sieht Lena schon die Glänze. Feuerschuppe, da, rief Lena ihre Drachen hin und Feuerschuppe fliegt schon los und schnappte mit dem Maul und flog zurück. Lena fasste es an und Feuerschuppe jetzt hinter Lena im Waggon. Nach einer Weile ist Lena und Rabi am Ende angekommen und rennt schon zu Versehen. Rabi und ich lenkte die Drachenjäger ab und ihr zwei flog der Versteck. Ja, befehlte Lena die Drachen und Lena und Rabi kommt aus dem Versehen. Nach einer Weile sind die beiden an der Hafen. Hallo, wir sind neu hier und wir sind schon verlobt. Wir haben erfahren, dass ihr tolle Schiffe habt, sagte Rabi und nimmt Lenas Hand
Die Drachenjäger jubelte die beiden an. Hier entlang bitte, sagte der Drachentöter vorhin. Der Zwischenzeitflug verschob und Riesenklaue vorbei, so der Festig. Setzt ihr euch, meinte eine Drachenjäger, aber dann nimmt Rabbi noch Lenas Hand. Sorry, wir müssen jetzt frisch machen, sagte Rabbi zu der schwarzhaarige Mann hin. Er nickte. Nach einer Weile sind alle zusammen. Rabbi, meinte Tess zu ihm hin. Als die Gruppe aufgeteilt habe, flog Tess schon weg mit der blauen Drache. Als es weiter weg war, ist sie neidisch, wenn Lena mit Rabbi unterwegs ist, als wäre Tess pures Luft ist. Ich darf mich nicht ablenken lassen, schwor Tess sich. Nach einer Weile ist Tessa bei der Insel und Insel. Elisa, weißt du noch, du hast doch eine Lisa am Handgelenk. Ja, das weiß ich, aber ich habe es beim Inseln mit ein paar Räuber zu tun. Die haben jetzt die Linse. Das ist doch nicht so tragisch, meinte Elisa zu Tess. Was? Sagte Tess schockiert zu Elisa rüber. Das weiß die beiden müssen zurück auf der Insel. Tess und Elisa sagte auf den Drachen und flog los. Nach einer Weile sind Tess und Elisa bei der Insel angekommen. Wo war es, Elisa? Fragte Tess zu schwarzhaariges Mädchen. Elisa zeigte in der Nähe war, wo der Gruppe war. Tess nickte nur. Elisa und Tess flog dorthin und landete auf dem Boden. Sieh mal an, Elisa, du Schokomaus, sagte ein Gestalt aus der Wald kam und ging nach draußen. Er trug ein gelb-rotes Schirt und eine schwarze lange mit Löchere Hose mit rotes und schwarze Schuhe. Weißt du, wo meine Linse ist, Alex? Fragte Elisa ihn an. Er war nicht ganz allein mit zwei Typen. Elisa, 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 erstmal will ich Schmusen mit dir haben, sagte er nur. Das kann warten. Wo ist meine Linse? Sofort, brüllte Elisa ihn an. Wer ist sie? Sie ist doch hübsch, sagte der blaue Schirt zu Elisa hin. Erst, wo ist meine Linse, sagte Elisa sauer. Nichts da. Erst musst du deine Freundin vorstellen. Dann kriegst du die Linse, sagte Alex zu Elisas Augen an. Na gut, wenn ich das mache, kriege ich meine Linse zurück, erkündigte Elisa Alex hin. Ja, sagte er nur. Sie heißt also Tessa. Sie hat eine kleine Schwester, sie heißt Lena. Die sind Drachengang. Sie retten Drachen und lösen jede Menge Geheimnisse, stellte Elisa Tess vor. Geht doch, meinte Alex und gibt es zu Elisa hin. Elisa gibt weiter zu Tess und flog sofort weg. Der Drache kannst du behalten, sagte Tess und Elisa hin zum Abschied. Als Tess beim toten Drachenskelett ist, müsste sie überlegen, wie sie versteckt hinzugelangen. Tess brauchte das nicht. Tess sah Lena und Rami, die geradewegs ablenkte. Tess flog sofort hin, dann nach 2 Minuten war Lena und Rami da. Rabbi meinte Tess zu ihm hin.
Lena, Ravi und Ted tief in die Augen. Also los, zurück, meinte Lena und flog voran. Dann kommt Ted und Ravi hinterher. Nach einer Weile sind die drei aus dem Gefahrenzone weg. Was habe ich verpasst, sagte Ted die beiden hin. Und Ravi und Ted sahen sich an und dann guckte gleich zurück. Du sollst das nicht erfahren, dachte sich Lena. Aber Ravi entging, sorry Ted, ich bin jetzt mit Lena zusammen, sagte Ravi zu Ted hin. Ted war überreicht und Lena flog näher heran. Vergiss es, Lena, dachte sich Ted. Aber dann im Gegenteil. Lena schlägt Ravi am Hinterkopf und flog weg. Das hast du verdient, dachte sich Lena, als er auf Ravi herabschaute. Ted kicherte laut. Na, ich glaube, du hast Lena vergrault, sagte Ted gemein, aber das war wahr. Schnell flog Lena voran und Ted und Ravi hinterher. Als die drei zu Hause ankommen, wollte alle in Lenas Zimmer. Lena legte in das Drachenauge herein und dann schaltet ein Licht, eine Drachenart, die von heute entdeckt hatte. Wow, sagte alle drei gleichzeitig. Der Drachenart heißt der rote Auge, das passt auch, sagte Lena und schrieb in ihr Tagebuch rein. Danke, dass ihr sowas angehört habt. Das ist wirklich mein mega Traum. Und ja, danke sehr. Wenn das ihr auch gefällt, dann schreibt auch gerne in die Kommentare oder vielleicht gebt einen Like. Ja, tschüss. Und Teilband 3 kommt ja bald auch noch. Tschüss.